Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Food Haul hier auf YouTube. Ich habe euch heute auf Instagram gefragt, ob ihr ein Food Haul wollt, denn ich habe heute das erste Mal in meinem Leben einen riesengroßen Wocheneinkauf für mich selber gemacht. Und das Ganze steht hier hinter mir und ich werde euch das jetzt zeigen. Ich habe nämlich diesmal einen Wochenplan geschrieben, das heißt, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was ich die Woche lang kochen möchte. Und heute ist Montag und da dachte ich mir, machst du einen Wochenplan und kaufst du dann auch direkt alles ein, damit man wirklich da nicht irgendwie zwischendrin nochmal los muss, wobei das bestimmt der Fall sein wird. Aber ich denke, das ist schon ein ganz guter Plan so. So kann man auch gut hauswirtschaften, sag ich jetzt mal, was Kosten und so angeht. Und genau, ich wünsche euch jetzt einmal ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, wie gesagt, habe ich hier die Sachen einmal aufgestellt. Was Fleisch und so angeht, das habe ich jetzt schon alles eingefroren. Das kann ich euch also nicht mehr zeigen, außer ein Produkt gleich. Nämlich habe ich hier noch Hähnchen-Minutenschnitzel. Die machen wir gleich und deswegen sind sie nicht eingefroren. Aber hier habe ich, wie gesagt, einmal 400 Gramm Hähnchenschnitzel gekauft. Aber ich habe noch Schweinefilet und nochmal Hähnchen gekauft. Das habe ich bereits eingefroren. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir, also das, ich finde, das ist ein sehr guter Weg, dreimal die Woche Fleisch zu essen und den Rest sozusagen vegetarisch zu essen. So, ich würde sagen, wir machen heute direkt weiter. Und zwar mit den großen Dingen. Ich habe nämlich Kartoffeln gekauft, einmal festkochend von Rewe und dann habe ich noch einmal festkochend von Aldi gekauft. Wir essen beide, also ich finde da keinen großen Unterschied, nur dass die hier deutlich günstiger sind, aber ja, ich war jetzt einmal bei Rewe und dann war ich bei Aldi und deswegen habe ich jeweils einen Sack mitgenommen. Dann geht es auch direkt weiter mit noch einem großen Sack und zwar Zwiebeln, die haben wir noch gar nicht da. Und ja, braucht man irgendwie immer. Und deswegen habe ich einmal so einen großen Sack mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen einmal ein Toastbrot. Das ist von Rewe, das Sandwich-Toast, das große. Das mögen wir am liebsten. Und außerdem habe ich noch ein Brot mitgenommen. So eins hier. Das essen wir auch am liebsten zum Abendbrot und so immer. Das ist ein Weizenmischbrot. Genau, und da haben wir so ein halbes, weil sonst wird es bei uns zu schnell hart. Und deswegen nehme ich immer so ein halbes, was schon geschnitten ist. Finde ich immer ganz gut, das ist richtig schön weich. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Paniermehl. Das brauche ich auch diese Woche und finde ich, braucht man auch immer in der Küche. Paniermehl ist irgendwie auch so ein Must-Have. Dann habe ich noch einen Sack Mandarinen mitgenommen. Oder sind das überhaupt Mandarinen? Ja, Mandarinen. Die sind von Rewe, da kosten die immer 2 Euro, der ganze Sack. Und die sind echt mega lecker, weil die sind schön fest. Und die esse ich total gern. Und da habe ich mir jetzt auch mal so einen Sack mitgenommen. Ich möchte immer ein bisschen Obst und Gemüse im Haus haben und diese Woche habe ich mich eben für Mandarinen und für Weintrauben entschieden. Die habe ich nämlich hier. Dann nehme ich auch immer die von Rewe. Die schmecken mir auch am besten, weil die sind, ich glaube sogar, genau, kernlos und die sind immer richtig schön fest und so. Das mag ich immer total gern. Deswegen gab es hier einmal die kernlosen Trauben. Die kosten, glaube ich, 2,50 oder so. Bei Rewe gab es dann nochmal eine Gurke. Ne, bei Aldi gab es eine Gurke und die war heute im Angebot für 50 Cent, glaube ich. Und bei Rewe gab es dann noch eine Paprika. So, dann gab es noch 3 Tomaten. Die hole ich auch immer bei Rewe, weil ich finde, die sind immer richtig schön fest und die halten auch richtig lang. Die werden nicht so schnell matschig. Und die sind auch, Preis-Leistung ist echt total gut. Und da nehmen wir auch die immer in Lose sozusagen, also ohne Plastiktüte, entweder so oder im Netz. Heute habe ich sie so mitgenommen, weil ich mein Netz vergessen habe. So, dann habe ich noch bei Aldi mitgenommen einmal diese Gurkenhäppchen hier. Die finde ich auch mega lecker. Die esse ich immer gern zum Abendbrot. Echt mega, mega lecker. So, machen wir schnell weiter, bevor das Video zu lang wird. Einmal habe ich dann noch mitgenommen Sahne. Braucht man ja auch irgendwie immer zum Kochen. Genau, haltbare Schlagsahne, auch von Rewe. Und dann brauchen wir ein paar Gewürze natürlich auch im Haus. Gewürze ist ja auch so ein Must-Have, ne? Und da habe ich mich jetzt einmal hier für einen Paprika entschieden. Das braucht man auch irgendwie immer. Dann Muskatnuss für Kartoffelpüree ganz gern. Dann habe ich noch ein Knoblauchgewürz mitgenommen. Das benutzen wir auch sehr gerne, eigentlich bei auch fast jedem Gericht. Und einmal Curry, das brauche ich nämlich auch für ein Mittagsgericht diese Woche.
Auch ein Must-Have ist einmal Gemüsebrühe natürlich, dann einmal Rinderbrühe, die habe ich jetzt von Aldi mitgenommen, die Gemüsebrühe bei Rewe. Bei Rewe waren die nämlich irgendwie ausverkauft, also die Rinderbrühe war ausverkauft, deswegen habe ich die hier bei Aldi mitgenommen. Und dann habe ich noch eine Hühnerbrühe mitgenommen. Finde ich auch, ist auch immer so ein Must-Have und braucht man auch immer. Ja, also bei fast jedem Gericht brauche ich irgendeins davon. So, dann habe ich noch Bohnen mitgenommen und zwar in der Dose. Ja, Schande um mein Haupt, aber Rewe hatte nur und Aldi auch nur große Verpackungen, was Buschbohnen angeht, also frische Buschbohnen. Ja, und ich, ganz ehrlich, ich bin alleine, also ich esse alleine Bohnen, Felix isst keine Bohnen. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, einfach hier die kleine Dose mitzunehmen, weil da weiß ich ganz genau, die esse ich auf und genau, muss mir da also keine Sorgen machen, dass da irgendwie die Hälfte ja, schlecht wird oder so. Und deswegen habe ich jetzt hier einmal die Dose mitgenommen. So, dann machen wir auch ganz schnell weiter. Habe ich einmal Würstchen mitgenommen in Glas. Die finde ich auch mega lecker, mal ebenso für zwischendurch oder so. Richtig genial. Und dann habe ich noch einmal ein Bacon mitgenommen. Das brauche ich auch für ein Gericht. Es gibt nämlich Hähnchen. Dings hier. Es gibt nämlich Hähnchen ummantelt mit Bacon. Genau. Deswegen brauche ich einmal den Bacon. Dann brauchte ich natürlich noch Tomatenmark. Auch irgendwie so ein Must-Have. Den brauchen wir auch heute direkt. Und dann gab es noch einmal Gouda gerieben. Den brauchen wir auch heute direkt. Und das letzte, last but not least, einmal Risotto-Reis. Da habe ich mich echt ein bisschen erschrocken, weil ich finde, der ist schon richtig teuer und für mich jetzt auch irgendwie so ein Luxusprodukt. Also, ja, ich finde, der ist schon ganz schön teuer. Aber Risotto ist mega, mega lecker. Kann ich jedem nur empfehlen. Da gibt es so verschiedene Sorten. Diese Woche mache ich auch wieder ein neues, was ich noch gar nicht kenne. Und bin da auch sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich werde euch diese Woche komplett mal durch, ja, so durch die Woche so mitnehmen, was Essen angeht. Also da wartet auch ein Video auf euch. Und ihr werdet ihr auch das Risotto-Gericht sehen. Ich werde euch das einfach zeigen. Und dann, ja, könnt ihr eventuell nachkochen, je nachdem. Ich bin auf jeden Fall mega begeistert, was Risotto angeht. Ich habe da jetzt schon zwei Gerichte gegessen und finde die einfach total lecker. Und deswegen musste jetzt auch wieder ein Risotto-Gericht mit in diese Woche. Ja, meine Lieben, und das war dann auch schon der Food Haul, mein erster Food Haul. Ja, ich hoffe, euch hat er gefallen. Das ist jetzt wirklich so unsere komplette Woche, was wir wirklich brauchen. Ich denke mal, dass ich bestimmt nochmal so Freitag oder so nochmal fahren werde, ein paar Sachen noch einkaufen werde. Aber so im Groben und Ganzen war das jetzt unser Einkauf. Das waren grob umgeschlagen 50 Euro. Und ich denke, wenn wir damit wirklich hinkommen, ist das in Ordnung total, wenn man dann 200 Euro im Monat habt für Lebensmittel und so. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bezahlt für Lebensmittel in der Woche oder im Monat und für viele Leute ihr natürlich einkauft und wie ihr kocht. Also kocht ihr immer frisch oder ja, Tüte oder Dose oder was auch immer oder wie oft kocht ihr mit Fleisch? Würde mich auch total interessieren, weil da sind wir gerade so ein bisschen am Tüfteln. Wie gesagt, jetzt haben wir es halt eben auf dreimal Fleisch die Woche gesetzt und ja, mal schauen, wie das wird. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!